Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet und für euch teste ich heute mal vom Falkental, der nachhaltigen Marke, die ich schon ein paar Mal vorgestellt habe, einen Rucksack, nämlich den Explorer V22. 22 Liter Fassungsvermögen hat der und ist sehr vielseitig einsetzbar. Ich zeige euch gleich mal, was das Besondere ist. Sind eigentlich drei Sachen: nachhaltig, praktisch, vielseitig. Jetzt geht's los. Mit dem Feedback. Gleich sind wir beim Gipfelkreuz vom Herzogstrand. Ja, also das Besondere an dem Falkental V22 Explorer ist auf jeden Fall mal, dass wir extrem viele Taschen haben. Jede Tasche innen hat dann nochmal eine extra Tasche mit einem Reißverschluss, so dass ihr eben auch Münzen, Schlüssel und so weiter, Handys wirklich sicher verstauen könnt. Dann hier ganz praktisch natürlich das Hipbag, die Brustgurttasche. Die könnt ihr euch hier so schräg ranbinden oder eben auch hier unten direkt so dran. Das ist schon praktisch. Ich habe jetzt hier in dem Fall einfach meinen Geldbeutel und die Herzogstand-Bahnkarten mit drin. Da komme ich da direkt mit dran. Dann sind wir natürlich wasserabweisend unterwegs. Das heißt also, wenn es regnet, wird dann nicht gleich alles nass. Wenn es dann doch mal richtig regnet, dann habt ihr immer einen Regenschutz gleich mit dabei. Das ist auch richtig cool. Ja, dann haben wir Außentaschen, die eben für Getränke sehr gut sind. Dann haben wir ein Laptopfach, was auch nochmal zusätzlich gepolstert ist. Ja, dann haben wir noch ein Nassfach mit dabei, so dass ihr auch wirklich feuchte Klamotten oder sonstiges einfach auch mal verstauen könnt, ohne dass alles andere auch noch nass wird. Dann ist alles richtig schön verstaubar auch wiederum. Also für diesen Brustgurt gibt es ein extra Fach, wo ihr das verstauen könnt, dann ist es weg. Genauso geht es übrigens auch mit diesen Hüftgurten, die kann man hier drunter verstauen, dann sind die auch weg. Dann haben wir natürlich noch, wie immer bei Falkental, eine Geheimtasche mit dabei, die eben vor Diebstahl schützt. Die ist dann praktisch ein bisschen versteckt. Der Falkental Explorer ist der erste Rucksack, bei dem ich wirklich eine Anleitung brauche, um zu verstehen, was der alles kann. Und insgesamt ist natürlich das Besondere an Falkental ja auch noch, dass wir hier nachhaltig unterwegs sind. Ich habe es in den anderen Videos auch schon mal gesagt. Das Besondere ist hier, dass es eben aus recyceltem Plastik hergestellt wird. Plastik, was aus dem Ozean gefischt wird. Also ihr macht auch noch den Ozean mit sauber. Und drittens, bei jedem Kauf von der Falkental-Tasche, da pflanzt ihr sozusagen auch noch einen Baum durch das Eden Project. Dementsprechend macht ihr wirklich was Gutes, eigentlich auch wiederum dreimal. Einmal habt ihr einen coolen Rucksack, einmal macht ihr es mehr sauber und dann pflanzt ihr noch einen Baum. Ja, und ihr macht natürlich auch was für euch, denn ihr macht dadurch mehr Sport. Hier bin ich zum Beispiel auf dem Herzogstand, 1780 Meter oder sowas ist der hoch. Und ich kann euch sagen, der Rucksack trägt sich auch gut. Das ist natürlich bei einem Rucksack auch immer wichtig, dass der wirklich hier von den Gurten schön gepolstert ist. Das ist er in dem Fall. Und genauso auch hier haben wir ja praktisch diese Hüftgurte auch noch. Muss ich sagen, für einen Rucksack in der Größe sind die schon wirklich gut. Ich habe hier 22 Liter Fassungsvermögen, da passt schon ordentlich was rein. Und das bringt dann schon was, indem ich das hier ein bisschen enger schnall, da unten einfach. Und schon geht das Gewicht von den Schultern ein bisschen weg. Ansonsten muss ich sagen, das ist hier hinten auch atmungsaktiv. Also vorhin habe ich doch ein bisschen geschwitzt, aber dann eben nicht durch den Rucksack, sondern eher durch die Bewegung. Und jetzt habe ich eben am Rucksack nicht mehr geschwitzt als sonst irgendwo. One for all und all in one. Also mit Laptopfach und sonstigen Fächern könnt ihr wirklich überall hin mitnehmen. Auch in die Arbeit hin mitnehmen. Ihr habt einen Rucksack für alles und braucht nicht viele, viele Rucksäcke, sondern der ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Nachhaltig zum Preis für 120 Euro. Da muss ich sagen, das ist sehr gut. Und jetzt gibt es über den Gutscheincode E-Mobilist auch noch 10% dazu. Gibt es übrigens auf die Fahrradtaschen von Falkental auch. Da habe ich hier noch zwei Videos.
Einmal mit den Lenkertaschen und einmal mit Fahrertaschen für den Gepäckträger hinten. Hier tut wirklich bei jedem Kauf von jeder Tasche was Gutes. Und dementsprechend pflanzt ein paar Bäume, kauft ein paar Falkentaltaschen. Das ist eine sehr schöne Farbe. Also es sieht wirklich stylisch aus. Ein paar Leute haben mich auch gefragt, was für einen schönen Rucksack ich denn habe. Ja, und ich muss sagen, ich habe hier auch eine Orthobox-Jacke drunter. Die haben zum Beispiel fast die gleiche Farbe. Also es ist schon alles doch irgendwie sehr trendy, praktisch, nachhaltig und vielseitig. Also besten Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Servus.